Viele Mütter und Väter sind allein aufgrund der Tatsache, dass sie Eltern werden und Elternkarenz oder Elternteilzeit in Anspruch nehmen wollen, massiven Benachteiligungen und Diskriminierungen am Arbeitsplatz ausgesetzt. Mit den Erfahrungen von Eltern, die das erlebt haben, beschäftigt sich das Projekt Parents at Work. Das Wichtige ist, dass man oft glaubt, okay, es gibt einen Mutterschutz und es gibt dann Karenz, darauf hat man ja einen Anspruch, es gibt sogar Elternteilzeit, auf das ich einen Anspruch habe, aber ich muss nicht in Kauf nehmen, dass ich nachher vielleicht dann nur mehr Akten schlichte, wenn ich vorher eine Führungskraft war. Ich muss auch nicht in Kauf nehmen, dass meine Führungsposition weg ist, weil ich eine Teilzeitlösung habe. Also all diese Dinge sind an sich Diskriminierung. Ich muss auch nicht das akzeptieren, dass mein Arbeitgeber oder Arbeitgeberin sagt, das ist uns auch schon so untergekommen, dass ja jetzt jemand neuer diesen Job übernommen hat und der oder die macht ihn jetzt so viel besser und es wäre jetzt gut, wenn man wieder in die zweite Reihe geht. Das war meist mit einer Degradierung verbunden, das heißt, sie haben einen schlechteren Posten bekommen. Dann waren es auch wirklich Kündigungen teilweise. Das heißt, es wurde zum Beispiel ein Mann, der seinen Chef sprechen wollte, um über Elternteilzeit zu sprechen oder über Elternkarenz, sofort das Kündigungsschreiben geschickt. Eine andere Frau ist direkt, nachdem sie ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hat, aus dem Unternehmen begleitet worden mit Security. Das heißt, das waren schon sehr dramatische Schilderungen, die wir da gehört haben. Das Problem von Frauen ist dann oft, dass ihnen höhere Positionen verwehrt werden oder wenn sie zurückgehen oder zurückkehren, zum Beispiel nach einer Karenz, dass sie beispielsweise in anderen Positionen eingesetzt werden oder für was eingesetzt werden, wo sie eigentlich gar nicht qualifiziert sind. Also weil das so gang und gäbe ist in vielen Betrieben, fällt das eigentlich jetzt nicht mehr als extra Diskriminierung auf, sondern wird lange hingenommen, bis auf eben ein paar Kollegen, Kolleginnen, die sagen, eigentlich, das ist unfair, eigentlich, wieso lassen wir uns das gefallen? Und dann setzt eigentlich erst das Bewusstsein ein, das ist Diskriminierung, ich habe die Rechte, ich kann das und ich möchte dagegen was tun. Im Rahmen des Projekts Parents at Work wurden ehemalige Klientinnen und Klienten der Gleichbehandlungsanwaltschaft ausführlich zu ihren Erfahrungen befragt. Sie alle haben Benachteiligungen und Diskriminierungen am Arbeitsplatz erlebt. Die Betriebsrätin hat mir geraten, einfach das Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen, was ich dann gemacht habe. Also ich habe eine E-Mail geschrieben und um ein Gespräch gebeten wegen Väterkarenz. Anstatt eines Gespräches bin ich dann aber gekündigt worden. Es ist zu einem Gerichtsverfahren gekommen, das 3 Instanzen durchlaufen hat und das wir schließlich letztendlich auch gewonnen haben. Ja, generell ist es so, dass sicher wenige Leute diesen Weg beschreiten wollen oder das verweigern bzw. sie mit Entscheidungen der Firma abfinden, weil es einfach emotional braucht man eine dicke Haut und ein langes Durchhaltevermögen. Interessant war vielleicht, dass es von Seiten der Verwaltung der Universität so war, dass die selber nicht so genau wussten, was sie mit mir anfangen sollten. Und ich musste dann zum Teil durch Unterstützung oder mit Unterstützung meiner Frau, die Juristin ist, denen eigentlich erklären, was im Väterkarenzgesetz eigentlich drinnen steht. Wir haben vereinbart, ich bekomme einen neuen Job und dass es keinen mehr geben würde, das stimmt ja nicht, weil es gibt ja die Karenzvertretung. Ja. Und damit haben sie dann geantwortet, gut, dann suchen wir einen Job für dich. Ich verstehe, dass eine Pausierung zum Beispiel zu einem Problem wird. Und man kann ja darüber reden, wie kann man die Lücke schließen in der Zwischenzeit. Also ich glaube, nur durchs Reden und Planen kommt man zusammen. Und wenn man es nicht tut, dann werden vielleicht Entscheidungen getroffen, die nicht die idealsten sind für beide Seiten. Ich finde, dass Unternehmen auch wissen sollten, dass sie dann die Personen, die betroffen sind, auch wirklich in wirtschaftliche Probleme bringen. Also das war schon sehr, sehr belastend. Das war am Anfang, ich habe es gar nicht glauben können. Es war extrem enttäuschend. Ich habe am Anfang gedacht, ich bin im falschen Film so. Also wie das gedreht hat, wie man sich mir gegenüber zeigt, ich war extrem enttäuscht von der Firma und auch von den handelnden Personen, die ich auch viele Jahre gekannt habe. Also das heißt, das Problem ist nicht, dass ich einen rechtlichen Schritt setze, sondern das Problem ist vorher da. Das, was wir versuchen, ist, den Blick darauf zu lenken,
dass es sich hier um einen Gesetzesbruch handelt, wenn diskriminiert wird. Und dass die Personen vielleicht durch uns und auch durch unsere Unterstützung, sei es mit Hilfe von Interventionen oder auch mit Gesprächen mit dem Arbeitgeber oder auch im letzten Fall durch Anträge an die Gleichbehandlungskommission, einfach zeigt, dass wir als Institution im Hintergrund stehen, nämlich die Gleichstellung zu fördern. Das heißt, die Diskriminierung dadurch zu bekämpfen, dass wir als Organisation den Leuten auch dieses Empowerment geben. Recht ist immer auch Empowerment. Parents at Work, es geht um die Einstellung.